Nachher mal aufpassen, wenn wir mit dem Kapitel hier durch sind, ob da irgendwie was steht mit Flaschen oder Gold. Ist das geil. Kommt mich hier putzen. Was bringt das? Keine Ahnung, Punkte. Ich wasche mich auch mal tatsächlich. Ihr könnt euch waschen. Hä? Ja, hier, da am Waschbecken, geh ran. Kannst du damit eh, kannst du interagieren. Lol. Ist ein Easter Egg wahrscheinlich, ein kleines. Oh, hier ist Dokument. Willst du das aufheben? Ja. Da kannst du auch du aufheben, also ihr. Hier ist ein Automat. Handschriftliche Notiz. Endlich in Sicherheit, Teil 1. Okay. Kann ich damit? Ich dachte, man kann die trinken. Jetzt ist der Kopf raus. Musik ist aber cool, muss man dazu sagen. Es gibt auch Skins, habe ich gerade eben gesehen. Waffenskins. Ja. Mhm. Hier ist Checkpoint. Hier ist Checkpoint. War das grad? Das ist einer. Achso, das ist, das ist da der von eben, mit dem Suicider. Die Ratte! Die Ratte frisst halt das Bein. Oh, lecker. Haben die kaputt gemacht? Oh, okay. Das war Mr. Ratte. Ja, lass doch mal gucken, ne? Nicht, dass es hier doch noch irgendwas gibt. Na, ich denke mal, da wir jetzt zwei Notizen gefunden haben. Oh, hier kann man hoch. Warte, hier geht eine Leiter hoch. Hier geht's hoch? Hier hinten bei mir. Denk, ja, aber hier oben ist Munition. Werden die Notizen dann wahrscheinlich sein. Oh. Och, wie hübsch. Das ist aber schön. Und mit dem Ofen kann man interagieren. Spülen. Kann spülen. Was bringt mir das? Man kann mit vielen Sachen mittlerweile interagieren. Ja. Das ist auch neu. Was man aber sagen muss, was schade ist, dass Rebellion so eine krasse DLC oder Preispolitik gefahren ist. Man hat noch zusätzliche neuen Missionen. Dann hättest du jetzt nochmal 40 Euro sowas ausgeben müssen, um halt nochmal die neuen DLCs zu holen. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte man vielleicht für 20 oder 25 Euro von mir aus einen Season Pass rausgebracht, die neuen DLCs, also die Missions-DLCs, beinhalten plus irgendwelche Waffen, dann wäre es okay, aber alles, was du jetzt noch kaufen kannst, musst du halt auch kaufen, so gesehen. Jede einzelne Mission musst du kaufen für 6,49 Euro oder was das sind. Und das ist halt ultra krass. Das weiß es nicht, warum man unbedingt da auf so eine Preispolitik auf einmal gefahren ist. Workbench. Gehen wir rein. Ja, wir haben auch ein Upgrade-Pack tatsächlich, ja. Kapitel abgeschlossen. Oh, Level up. Oh, dieses Mal sogar weitergekommen, tatsächlich. Ah, da. Okay. Man findet jetzt Upgrade-Kits. 3 von 3 haben wir gefunden. Zombie-Hände. Comic-Seiten auch. Und, also Notizen, Comic-Seiten und Zombie-Hände. Erstmal Munition bei der Sniper upgraden auf 15 Schuss. Auf jeden Fall. Surviving units are being ordered to fall back and regroup. Once we're safe, then we can start asking questions. Into that train, Alpha Squad. Browning, Alter. Holy shit. Ja, okay, das ist schon mies. Die DLCs sind echt sexy teilweise, ne? Was du kriegst an Zusatz. Ja, es ist aber zu teuer. Das ist immer noch so. Ja, ja, aber du kriegst sogar einen Flammenwerfer und sowas. Kannst du dir kaufen. Ja, sowas. Also, wenn sie DLC-Politik fahren wollen, Rebellion, also jeder macht's ja, ist ja ne, komplett legit. Aber dann hätten sie es halt über einen Season Pass machen müssen. Dass du halt dir einen Season Pass holst und das alles, was jetzt praktisch da ist, dass man sich das halt über einen Season Pass kriegen kann, holen kann. Sämtliche Tutorials findest du im Wehrpass, okay. Vielleicht gibt es auch so einen Overall-Season-Pass. Das muss man mal schauen. Weil die DSC-Mission... Oh, lol. Okay. Das ist neu. Uts. Ha. Ihr seid schon draußen. Ja, cool. Also, hatte man in den alten Teilen auch die Killcams der anderen gesehen? Ne? Ja, hatte man. Aber nur bei den Flaschen, oder? Nee, auch bei den Zombies. Also, ich glaube auch bei den Zombies. Bei den Flaschen auf jeden Fall, bei den Zombies glaube ich es auch. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, Alter. Was aber definitiv neu ist, dass jetzt
wenn halt wirklich ein krasser Schuss ist, dass es ein bisschen mehr gehighlightet wird. Und vor allem du auch den Namen hast, der diesen Shot gerade landet, diese Killcam. Also mit vielfach Zoom da auf Distanz zu fighten ist aber auch ein bisschen... Ja, weiß das ich ist nicht. Halt schon wieder so... Also das war früher besser, fand ich. Ja. Dass du direkt von Anfang an das Dicke hast. Ja. Was haben wir hier? Hallo. Okay. Ach, lul. Das ist ja... Du hast jetzt ein Attachment auf deiner Waffe. Ja. Aber du hast auch Munition. Oh, nee, never mind. Ja, du hast Munition. Aber... Was ist denn so die Frage, ob man teilweise überhaupt solche Attachments und so was drauf machen muss? Oder ob es halt nur temporär gerade ist? Weil ich habe immer noch 5 Schuss davon. Nur noch 5 Schuss. Ja, okay, dann ist es temporär. Ja, gesagt, es ist temporär. Ja. Hat sie das? Ja, hat sie. Okay. Oh, hier hinten ist eine Puppe. Okay. Die hätte. Also man muss sich gerade erstmal dran gewöhnen. Also ich finde dieses mit diesen Attachments, also wenn das nur einer kriegt, ist das aber auch ein bisschen useless, finde ich, am Ende wieder. Habt ihr es nicht bekommen da? Konntet ihr es nicht? Nee, du konntest es nehmen. Das hast nur du gehabt. Ah, okay. Ja. Das war ja das, warum ich so... Das hast nur du bekommen, das ist es ja wieder. Okay. Ja, cool. It's dark down here. Flood run 2. I don't love this. Mal schon mal ein Stückchen. Oh. Na guck, jetzt hast du auch die Taschenlampe an. Oh ne. Das. Oh ne. Dümpel. Ja, und man ist Lamsanger. Ja, super. Ja. Und was kommt aus dem Wasser? Es sieht sehr. Warte mal, aus dem Slope raus. Es sieht dezent komisch aus, wenn man halt versucht, hier durchzusprinten. Wie er da durchwatschelt, durchstapft halt. Uts. Oh Gott. Ja, moin. Ui. Wie wir von dem Raid? F. Also wenn du F gedrückt hältst, dann siehst du oben, halt... Da oben ist ein Dicker. Da oben ist ein... Das, oder? Nee, aber Leute, schießt ne. Das ist neu. Es ist neu, dass die normalen Zombies halt ein MG haben. Normalerweise haben es halt nur so ein Heavies gehabt. Zur Nate, wenn du F gedrückt hältst, hast du so ein. Ja, so ein. Wie so ein Faden, also wie so ein Schwungradius. Genau. Wie du schwingen kannst. Ja. Ihr müsst die Leichen zertreten, um Muni zu kriegen, ne? Ja. Ich sag nur, weil ich wieder Leichenschilder spielen darf. Ja, aber weißt du, was das Miese ist? Wenn du die Killcam machst, sind wir gestunt. Tatsächlich. Habe ich gerade gemerkt. Also wir können dann in der Zeit nicht fighten. Ja gut, aber das die Gegner, es ist ja alles in Slow-Mo. Das heißt... Ja, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob das auch neu ist. Da haben wir ja schon mehr Muni. Ja. Und hier rechts. Irgendwas drinne? Ja, wir müssen halt nach diesen Packs ausschalten, ne? Die sind auf der Map verteilt dann anscheinend. Also, die sind wohl... Aber... Versteckt. Ja, doch. Wir haben ja alle gefunden aus dem vorherigen Bereich. Das heißt, entweder kannst du in dem kompletten Kapitel nur so viel Betrag X finden... Im Kapitel steht ja, wie viel... Das war mit den Flaschen Gold waren. So und so viel in diesem Kapitel gefunden. Und wir haben die Zombie-Hand und den Comic nicht gefunden. Ne, das nehme ich diesmal nicht. Kann sich diesmal ein anderer nehmen. Ich nehm's mal. Willst auch mal testen. Ist hier hinten noch was? Nee. Oder rüber? Ne. Nee, leider nicht. Aber die Zombie-Hände... Ich denke mal, die Comic-Seiten und die Zombie-Hände sind halt praktisch... Wie Goldbahn und Flaschen. Was ist denn das? Oh, okay. Okay. Ah, unser Zug wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das war unser Zug. Könnte schwierig werden, mit dem noch irgendwo hinzukommen. Unmöglich.
Oh, was war das denn? Can you still go to the Signal House? Oh, stimmt ja, da habe ich ja keine Mumpel mehr drin, ne? Haben wir hier? Ah, nochmal eine Kiste. Karte aufnehmen. Nee, da möchte ich eigentlich nicht hin. Ich möchte selbst auch erstmal ein bisschen gucken. Da haben wir ein bisschen Muni. Heldentat? Wer hat eine Heldentat gemacht? Ich hab keine Ahnung. Was sind Heldentaten? Vielleicht weil wir sie hier gerettet haben. Ja, gut, das kann weil sein. Weil hier sind Leute drin und ich denke, weil wir die jetzt denen geholfen haben. Ja, das kann sein, Heldentat, ja. Würde zumindest Sinn machen. Weißt du, oh, hier! Eine Kopfbedeckung freigeschaltet. Toll. Ja, ich hab die auch rausgenommen, da aus dem Tresor. Hä? Oh, was? Ich glaub. Hier hinten im Tresor. Du bist schon viel zu weit gelatscht. Nee, ich war auf der anderen Seite. Er war da oben, er hat geguckt, ob da oben noch so ein Ding ist, wahrscheinlich. Ja, genau. Ich hab halt rechts geguckt. Halt, hier kannst du, hier drinnen im Tresor kannst du dir die holen. Ah, da. Muss man da mal gucken, wie man die aufziehen kann. Da war ich hier Moods. Wir müssen oben lang, oder? Ja. Okay. Aber sonst liegt hier tatsächlich nichts. Schatz, willst du dich heilen? Dann kannst du hier der Medkit aufnehmen. Ja, dann heile ich mich. Wo gibt's ein Medkit? Hab ich euch eben auch mitgeheilt? Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, ob du uns damit heilst. Weil ich habe halt gerade dreimal dieses Heilungssymbol bekommen. Also einmal, was zu mir gegangen ist und halt jeweils zu euch. Das wäre natürlich immer noch gleich viel Schaden, tatsächlich. Okay. Keine Ahnung. Was? Hä? Hauptsache immer noch dieses Spelling. Ist ja trotz, wollte ich gerade hier links nochmal gucken. Hier liegt eine Granate, ich nehme die mal mit. Jo. War hier auf dem Bürgersteig, wollte ich gerade sagen, und Bahnsteig noch nicht so am... Werde ich gucken. Da kann man nicht rein. Da kann man nochmal ein Attachment mitnehmen. Hier ist ein Medkit nochmal. Ja, stimmt, ich nehme eins mit, ich habe keins. Attachment, ja gut. Also sehr weitläufig auch dieses Mal, ne? Ja. Also wenn ich da an die... Oh, hier hinten ist ein Upgrade-Kit, tatsächlich bei mir. Das stimmt, also du hast wirklich viel zum Umhergucken und sowas, was in den anderen Teilen wirklich nicht so krass war. Du hattest relative... Ja gut, das sind auch Schlauchlevel, aber... Ja, aber wir hatten breiter. So straight eine Linie, die wir laufen konnten, weißt du? Also du hast hier viel mehr Freiraum, um noch zu erkunden. Durch diese Upgrade-Kits, die sie halt gemacht haben, hast du halt viel mehr Erkundungsfreiraum so als vorher, finde ich. Ja. Das war anders vorher. Müssen wir unten lang oder oben? Oben. Ah, okay. Ja, hast du das Upgrade-Kit geholt hinten? Ich ja. Das alle Schatz? Beide? Oh. Ja, haben glaube alle. Okay. Da wird ganz angestrengt geguckt. Brauchen sie ihre Brille? Nee, ich bin überfordert. Wieso bist du mit dem Spiel überfordert? Es ist so viel los. Und ich versuche die ganze Zeit die Zombie-Hand zu suchen. Die wirst du nicht finden. Das wird wieder so wie mit den Weinflaschen sein. Ja, wir haben selbst bei den Weinflaschen uns die Augen abgequält bis zum geht nicht mehr. Nachher mit... Oder hinten. Oh. Über die Weinflaschen, da haben wir nachher mit dem Guide gearbeitet. Das ist halt... Da hast du an sich, also, ich weiß noch, war das Teil 2? Granate! Ich glaube, das müsste Teil 2 gewesen sein. Kannst du dich noch erinnern, Squax, mit den Benzinkanistern, wo wir die suchen mussten? Ja, ja. Und da hat man die eine Weinflasche doch nur in dem einen Haus auf einer bestimmt ganz bestimmten Position oder von einer ganz bestimmten Position an einem Fenster gesehen. Und da musst du erstmal drauf kommen. Das war tatsächlich wirklich so. Ich habe nur noch 15 Schüsse, der Sniper. Hier werden ja die Leichen zerfleddert. Aber keine Sniper-Buddy dabei. Das ist doof. Aber bisher noch keine Sniper gesehen. Das wundert mich tatsächlich. Ja. Ah, da guck mal. Da kriegst du ja auch schon mal deine. Ja.
ins Auge rein. Alter. Okay, die Killcams sind besser gemacht als im alten. Ja,